Herzlich willkommen bei So geht's Zeichnen. Mein Name ist Frank Ginter. Heute zeichnen wir gemeinsam eine Kirsche von der Skizze bis zur fertigen Schattierung. Eine realistische Kirsche zeichnen. Und als erstes zeichnen wir jetzt direkt die Skizze mit dem F-Bleistift. Ihr seht schon, es wird eine Süßkirsche in Herzform. Als nächstes zeichnen wir jetzt den Stängel. Und am Ende zeichnen wir den Stängel ein bisschen breiter, da ist er ja sonst mit dem Ast verbunden. Dann halte ich in der Skizze jetzt auch schon mal fest, wo ich später die Glanzlichter habe. So, das war's schon mit unserer relativ schnell gezeichneten, einfachen Skizze. Und die ersten dunklen Linien und Schattierungen zeichne ich jetzt mit einem 8B-Bleistift und im Anschluss verwische ich das Ganze mit einem Papierwischer. Für nicht ganz so dunkle Stellen am Stiel nutze ich jetzt nochmal den 3B-Bleistift. Den Papierwischer verwende ich immer da, wo ich weiche Übergänge schaffen möchte, aber letztlich es kleine Flächen sind, weil der Papierwischer ist ja so schön spitz vorne. Für den Übergang vom Stiel zur Kirsche selbst nutze ich jetzt nochmal den 8B-Bleistift. Für die ersten Linien und Schraffierung des Fruchtkörpers verwende ich jetzt einen 5B-Bleistift. Abonniere gern meinen Kanal So geht Zeichnen und mach auch gerne für dieses Kirschenzeichen-Video einen Daumen hoch. Und weiter geht's mit dem Schraffieren mit einem 2B-Bleistift. Achtet auch darauf, wie ich den Stift halte, in welche Richtung ich quasi immer mal schraffiere. Das ist auch immer mal ein bisschen von der Fruchtkörperform abhängig. Und die noch helleren Stellen schraffiere ich jetzt mit einem HB-Bleistift. Mit einem Wattestäbchen verwische ich jetzt diese neu geschaffenen Schraffuren schön ineinander und somit schaffe ich dann weiche Übergänge. Ich variiere beim Verwischen immer auch mit dem Druck natürlich und ich mache immer diese kleinen, feinen, kreisrunden Bewegungen. Mit dem 6B-Bleistift schattiere ich jetzt nochmal nach und im Anschluss verwische ich das Ganze nochmal ineinander mit dem Wattestäbchen. Jetzt möchte ich den Kontrast nochmal steigern und das heißt, ich nehme jetzt nochmal einen 8B-Bleistift und schattiere nochmal dunkel nach. Zum Verwischen nutze ich jetzt erstmal für die kleinen Stellen den Papierwischer und gleich für die größeren Flächen wieder das Wattestäbchen.
Mit dem F-Bleistift zeichne ich jetzt nochmal ganz helle Linien. Wenn dir dieses fruchtige Video gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Als nächstes zeichne ich jetzt die Schatten für den Fruchtkörper ein und gleich auch für den Stiel. Und dafür verwende ich natürlich auch weiterhin den F-Bleistift für einen ganz hellen Schatten. Und es wird dann an den kleinen Stellen mit einem Papierwischer verwischt und für die größeren Flächen nutze ich dann wieder das Wattestäbchen, um weiche Übergänge zu schaffen. So, ich möchte jetzt noch mehr Kontrast schaffen, das heißt, ich verwende jetzt nochmal den 8B-Bleistift und dunkle weiter ab. Und im Anschluss nehme ich dann gleich den Papierwischer zum Verwischen. Den nutze ich auch bei den etwas größeren Flächen dann, um ein bisschen Struktur reinzubekommen. Jetzt nehme ich nochmal den F-Bleistift für eine helle Linie und im Anschluss dann geht es weiter mit dem 8B-Bleistift nochmal für richtig dunkle Linien und Schattierungen. Für kleinere Aufhellungen und Glanzlichter verwende ich jetzt Radierstifte und für größerflächige Radierungen ein Knetradiergummi. Das kann man wirklich wie Knete in eine gewünschte Form bringen. Diese Aufhellungen und Strukturen, die verwische ich jetzt nochmal ineinander mit dem Wattestäbchen. So, unsere Süßkirschenzeichnung ist gleich fertig. Ich hoffe, du konntest wieder einiges lernen, hast viel Spaß dabei gehabt beim Zuschauen und ich würde mich riesig freuen, wenn du da meinen Kanal abonnierst, für dieses Video einen Daumen hoch machst, zeichne diese Kirsche gerne mal nach und wenn du Fragen hast, schreib deine Fragen in die Kommentare. Ganz liebe Grüße und bis bald.